Das Exponat, was ich jetzt hier vorstelle, ist von unserem Max-Planck-Institut für Ornithologie, Vogelweide Radolfzell, Abteilung Tierwanderungen und Immunoökologie. Das Exponat hat hauptsächlich zwei große Bildschirme. Auf dem linken Bildschirm sieht man, was wir am Institut machen, an was wir forschen, welche Historie unser Institut hat, welche kniffligen Fragen wir uns stellen. Und auf dem rechten Bildschirm wollen wir unsere neue App zeigen, Movebank-App, mit der wir einerseits unsere Forschung visualisieren können, auf der anderen Seite eben auch die Gesellschaft einladen wollen, an unserer Forschung teilzunehmen. Dann kann man sich das Weißstorch-Projekt anschauen, was wir gerade sehr, sehr intensiv gestartet haben die letzten Jahre, wo wir im Grunde genommen den Weißstorch mit diesem kleinen GPS-Gerät besendern, um eben herauszufinden, wo die Tiere hinziehen, was die Tiere machen, welchen Gefahren sie ausgesetzt sind und wie man sie auch schützen kann. Der rechte Monitor hier, das ist im Grunde genommen unser neues Flagship. Das ist eine Movebank-App, eine Application für Smartphones oder Tablets. Mit diesem App wollen wir einerseits unsere Forschung besser visualisieren, damit wir Wissenschaftler besser verstehen, was mit den Tieren weltweit passiert. Aber einer der wichtigeren Punkte ist, wir wollen eben die Gesellschaft, Laien, für unsere Forschung interessieren und auch die Laien einladen, an unserer Forschung wirklich aktiv mitzuarbeiten. Das Schöne an dieser App ist immer aber auch, dass ich den Vogel dann auch besuchen kann. Ich kann dorthin gehen, mit dieser App kann ich mich im Grunde genommen wie ein Navigationssystem, kann ich mich zu dem Tier hinführen lassen und kann dann dieses Tier besuchen, das Tier beobachten, aufnehmen und uns dann diese Informationen zuschicken, uns Wissenschaftlern, damit wir diese Daten, diese wichtigen Daten, diese Zusatzdaten in unsere Forschung implementieren können. Schaue ich mir eben seine Zugdaten an. Er wurde hier oben besendet. Ich kann auch ganz nah rangehen. Er wurde hier besendet in der Nähe von Radolfzell. Dann ist er hier runtergezogen nach Spanien. Da sieht man ihn gerade ziehen. Über Wind. Genau, da zieht er jetzt hier hoch. Ist in der Nähe von Sevilla. Und jetzt mit schnellen Flügelschlägen ist er dann jetzt hier gelandet. Und da ist er heute. Das ist sein Standort, wo er gerade heute sich aufhält. Da können wir jetzt richtig reinzoomen und schauen, wo er sich aufhält.